Bei einer Trödelhändlerin sind 2023 identische Teller auf 7 Stapel aufgeteilt, die sich alle in ihrer Höhe unterscheiden. Ein Restaurantbetreiber kauft den höchsten Stapel. Frage: Welche ist die kleinstmögliche Anzahl Teller, die er mitnimmt? Um das herauszufinden, teilen wir zuerst diese Zahl 2023 durch 7 und stellen fest, dass diese Division genau 289 ergibt. Deswegen bilden wir zuerst einen Tellerstapel mit 289 Teller. Rechts davon bilden wir jetzt einen Tellerstapel mit einem Teller mehr und links davon einen Stapel mit einem Teller weniger. So erhalten wir rechts einen Stapel mit 290 Teller und links einen Stapel mit 288 Teller. Und somit haben wir insgesamt dreimal 289 Teller. Jetzt machen wir noch dasselbe rechts von 290. Wir addieren zu den 289 zwei Teller und links davon subtrahieren wir sie und somit erhalten wir diese zwei Stapel, diesen mit 291 Teller und diesen mit 287 Teller. Somit haben wir insgesamt fünfmal 289 Teller. Dann machen wir dasselbe nochmal. Das heißt, hier addieren wir zu diesen 289 drei Teller und haben so einen Stapel von 292 Teller und hier haben wir einen Stapel von 286 Teller. Der Restaurantbetreiber kauft den höchsten Stapel, also diesen Stapel, und die kleinstmögliche Anzahl Teller haben wir so hergestellt. Es sind also 292 Teller. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 292 und dementsprechend Antwort D. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.